Es heißt also, dass sich sehr viel auf der Erde verändern wird und dass Menschen einen großen Bewusstseinssprung machen werden. Was könnt ihr da zu diesen dunklen Mächten sagen? Wird es die weitergeben oder können wir was unternehmen, um die Helligkeit sozusagen zu motivieren, die dunklen Mächte aufzusaugen und zu transformieren? Die werden nicht von einem Moment am anderen verschwinden. Ja. Aber langfristig werden sie von da verschwinden. Es ist nur ganz wichtig, dass jeder sein Licht in sich trägt und auch weitergibt. Ja. Es ist wichtig, dass einfach jeder von euch dieses Licht und diese Liebe anderen schenkt. Und auch wenn es nur aus dem Grund ist, weil ich es verstreue, versprühe, ich muss nichts sagen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dieses Licht in diese Welt zu bringen. Und wie geht es den Menschen, die das Licht jetzt nicht so leicht spüren, die da Schwierigkeiten haben? Was könnt ihr dazu sagen? Wir dürfen uns ja nicht einmischen. Ja. Wir würden denen gerne helfen. Ja. Aber es ist wichtig, dass ihr, die ihr das wisst, den anderen davon erzählt, Ja. wenn sie in einer Notsituation sind, dass Ja. sie uns rufen sollen. Okay. Und so können wir immer mehr positive Energie auf diese Erde bringen. Wunderbar. Was gibt es noch zu sagen? Sagt uns alles, was wir wissen sollen. Es ist jetzt eine Zeit des absoluten Umbruches und der Unsicherheit. Ja. Aber es ist wichtig, dass jeder bei sich bleibt, Ja. dass jeder an das Positive glaubt. Und diese Energie wird dann Erfolg haben. Es werden auch Dinge passieren, die kurzfristig negativ sind. Aber wenn ihr weiter daran glaubt, dass sie passieren müssen, um das Gute auf diese Welt zu bringen, dann werdet ihr in Liebe durchgehen und es wird alles gut werden. Ja, das heißt, ganz egal, was so rundherum passiert, wenn wir uns auf die Liebe konzentrieren und im Herzen bleiben und dieses Licht auch versprühen, dann wird das Licht immer stärker werden. Ja. Ja, okay. Das heißt, es ist sozusagen eine Übergangsphase jetzt. Ja. Okay, ja. Noch etwas, das wir wissen sollten? Nicht ungeduldig zu sein. Ja. Es braucht auch alles seine Zeit. Könnt ihr uns eine Zeitspanne sagen? Das ist schwierig zu sagen, weil es von euch Ja, abhängt. okay. Das heißt, je mehr wir in unsere Liebe gehen, in unser Licht geben, desto leichter und schneller geht es. Ja, Und genau. wenn ihr so von oben auf den Planeten Erde herunterschaut, wo sind wir da? Wie viele Leute sind denn schon im Licht? Ich würde sagen, dass circa ein Drittel wirklich bewusst erkannt hat Ja, und im Licht ist. das ist aber schon sehr viel, oder? Und ein Drittel sich nicht sicher ist. Ja. Und ein Drittel keinen Zugang hat. Verstehe. Gut. Ich habe mal gehört von jemandem, der gesagt hat, wenn 10.000 Menschen auf der Erde, von jemandem, der sich da sehr viel mit diesen Sachen beschäftigt hat und auch in so Projekten drinnen war, wenn 10.000 Leute miteinander in der größten Liebe verbunden sind, dann können sie einen Shift erzeugen. Was könnt ihr dazu sagen? Ja, das hat sehr große Kraft. Gut, okay. Es Und hat sehr große Kraft, nur wir haben leider auch noch immer die negativen Mächte, Ja. die das auch wissen Ja. und die das wieder bekämpfen. Okay, verstehe. Und wie machen sich diese negativen Kräfte auf der Welt bemerkbar? Die sind die, die sehr viele Leute in den Regierungen und leitenden Stellen leiten. Ja. Und wie schaut es da mit den Kriegen aus? Das ist ja jetzt, das hat sich jetzt so gestärkt, jetzt diese zwei Kriege in der Ukraine und in Israel. Da passieren ja Sachen, die sind wirklich von der dunkelsten Seite. Oder wird auch falsch darüber berichtet? Was könnt ihr sagen? Es ist teilweise. Teilweise wird falsch berichtet, aber es ist schon auch so, dass da sehr viele Dinge passieren, die absolut nicht passieren sollten. Aber das sind auch wieder die dunklen Mächte, die jetzt mit aller Energie versuchen, Zwiespalt reinzubringen. Ist das auch, weil sie wissen, dass sie nicht mehr viel Chance haben? Ja, sie spüren einfach, Ja. dass ihre Zeit zu Ende geht und versuchen jetzt mit den brutalsten Mitteln Ja. das Ganze noch zu erhalten. Okay, verstehe. Das heißt, wir können nicht unmittelbar was dazu beitragen, außer in unserem Licht zu bleiben, was ja eh schon Ja, viel ist. ja. Okay. Und das auch anderen Menschen zu erzählen, vor allem Ja. dann, wenn diese Menschen Probleme haben, wenn sie unglücklich sind, wenn sie Schwierigkeiten haben, dass wir ihnen einfach sagen, sie können ihr höheres Selbst jederzeit um Hilfe bitten und sie werden diese Hilfe bekommen. Ja. Denn ihr seid immer da für sie. Ja. Wunderbar. Gut. Okay.